Die Hälfte allen Unglücks, vom Gröbsten bis zum Feinsten, geht auf Unwissenheit oder Denkfehler zurück, gewollte oder ungewollte Ungeistigkeit. Die Woche bis jetzt hat mir eigentlich ziemlich gut getan. Das Fachpraktikum, habe ich ja im letzten Video erzählt, ist beendet und jetzt kann ich mich eigentlich den Sachen widmen, auf die ich mich freue. Es folgt bald der Frühling, warmes Wetter und ich habe mich auch schon grundlegend informiert, wie man perfekt Sachen anbauen kann und ich freue mich einfach drauf auf den kommenden Frühling und das Gärtnern draußen. Und ich möchte mich einfach bei euch, bei meiner Community sozusagen bedanken, die mich auch immer unterstützen. Vor allem die Leute, die immer fleißig kommentieren, wie zum Beispiel, das muss ich einfach mal hier erwähnen, Feinlinerin, Erdi oder Maisenf. Ganz besonders Feinlinerin, die mir jetzt in den letzten Monaten zugestoßen ist, in meine kleine Gruppe, sage ich mal, und auch immer fleißig kommentiert und auch Ratschläge gibt, wie ich ja einfach Sachen verbessern kann. Und dazu mir auch, weil ich euch in dem letzten Video auch gefragt habe, wie ich zum Beispiel meine Selbstständigkeit und das mit YouTube besser aufbauen kann, hat sie halt zum Beispiel einen Tipp gegeben, dass ich mich mit anderen YouTubern zusammentun soll und mit ihnen halt zum Beispiel Interviews führen soll, Videoreihen mit ihnen aufbauen soll, damit man sich halt gegenseitig verlinken kann. Das ist eigentlich eine ziemlich gute Idee, weil man dann auch hier mit dem YouTube-Algorithmus mitarbeitet und auch in den Seiten dann besser gerankt wird und einfach eine größere Aufmerksamkeit bekommt. Da muss ich einfach mal schauen, mit welchen YouTubern ich mich zusammentun möchte, mit denen ich dann regelmäßig solche Kooperationen machen möchte, beziehungsweise auch Interviews führen, die auch mit zum Beispiel auch Rohkost oder beziehungsweise auch speziell mit der Selbstversorgung zu tun haben, weil mich das Thema auch sehr stark interessiert. Da würde mir jetzt zum Beispiel Raw Future einfallen, aber man muss ja nicht unbedingt gleich groß anfangen. Ich möchte dann vielmehr so eine kleine Community aufbauen und wirklich kleine Kanäle auch unterstützen und mit denen auch in die Kooperation gehen, weil oftmals sind das auch die kleinen Kanäle, die viel Wissen haben und wo man auch hier wirklich lehrreiche Sachen findet, weil bei den ganzen großen Kanälen ist es mir halt zum Beispiel aufgefallen, dass die halt sehr skurrile oder so boulevardmäßig ihre Videos aufbereiten mit obszönen Titeln, obszönen Thumbnails, wie zum Beispiel dieses Wundermittel hilft gegen Krebs oder das beste und stärkste Antioxidant der Welt oder das Superfood der Superfoods, um einfach mal die Leute und die Massen anzulocken. Grundlegend habe ich nichts gegen solche Videos, die sind oftmals auch sehr informativ und lehrreich, allerdings werden da auch hier oftmals falsche Hoffnungen vermittelt, also dann klicken dann die Leute rein und sehen, oh, ein Mittel gegen Krebs, ein Mittel gegen mein Leiden und das vermitteln einfach dann so das Bild bzw. die Message, ich muss nur dieses eine Mittel nehmen und mein Leiden wird dann sofort gelindert oder ich werde mich dann sofort gesund und fit fühlen und dann scrollt man auch ein bisschen in die Kommentare runter und da gibt es halt auch wieder so verzweifelte Leute, die dann fragen, hey, Person XY hat gesagt, das Lebensmittel ist eigentlich gar nicht so gut, aber während Person ABC sagt, das ist das beste Mittel, das musst du unbedingt einnehmen, jetzt bin ich verzweifelt, was soll ich tun? Und genau, dann bildet sich einfach diese Verunsicherung unter den Menschen und da finde ich halt oftmals YouTube-Kanäle mit einer geringeren Reichweite etwas besser, wie zum Beispiel Norman Nauber, den tue ich halt auch sehr oft verfolgen und an der Stelle würde ich ihn halt auch recht gerne empfehlen, weil er halt hier mehr die Wissensvermittlung im Vordergrund hat. Er möchte einfach seine Erfahrungen preisgeben und einfach, wie gesagt, Informationen, Wissen vermitteln und aufklären, zum Beispiel zu Meditation, wie man Sprossen richtig
anzieht, zu tanzen, seiner Leidenschaft, denke ich mal. Und da ist es halt einfach, dass er wirklich nicht zum Beispiel das Geld auf dem Fokus hat oder diese ja, Boulevard-mäßige ja, Vermittlung von seinen, beziehungsweise Promotion von seinen Videos. Er möchte einfach nur Wissen vermitteln und ja, jetzt zum Beispiel auch gegen die ja, unveränderte Einnahme bzw. unbewusste Einnahme von isolierten Stoffen, wie zum Beispiel von Nahrungsergänzungsmitteln. Ein anderer, etwas kleinerer Kanal ist zum Beispiel Henry, bzw. der Kanal heißt Henry LOP und den Kanal verfolge ich auch recht gerne, weil er halt einfach seine Erfahrungen teilen möchte, einfach seine Informationen, sein Wissen einfach verbreiten will, ohne dabei jetzt viel Profit draus zu schlagen oder einfach ja, Produkte verkaufen. Und er möchte einfach, zum Beispiel hat er jetzt vor, in den kommenden Tagen auf eine früchtebasierte Ernährung umzusteigen und hier seine Erfahrungen und Ratschläge preisgeben und einfach sozusagen eine Studie für sich selbst haben, wo dann die Leute sehen können, okay, das passiert, wenn ich jetzt zum Beispiel früchtebasiert mich ernähre und diese Folgen können dann auch passieren, vor allem weil er schon längere Erfahrung hat, er ist zum Beispiel 6 Jahre Rohköstler und was mich halt auch wirklich persönlich an ihm gefällt, dass er zum Beispiel nicht so viele Amazon-Links verwendet und auch sehr tolerant ist und auf die Leute auch wirklich eingeht und auch ihre Geschichte mit berücksichtigt und halt irgendwelche Tipps zur Ernährung Bewusstheit oder Sport gibt und sagt halt, ich bin schon auf der Rohkostreinigungsstufe in dem und dem Level, du bist bei dem, geh eine Nummer runter, schalt runter, hör auf deinen Körper und hab einfach Spaß und Freude an dem Leben, auch wenn du mal Fehler machst. Und da finde ich es halt wirklich, er redet halt nicht von dem Lebensmittel, welches man konsumieren muss oder allgemein die Nahrungsmittel, sondern er geht wirklich speziell auf die Leute ein. Das ist halt auch wieder so ein Motto von Hildegard von Bingen mit der Subtilität. Es gibt halt viele verschiedene Nahrungsmittel, die ein Mensch konsumieren kann und die Nahrungsmittel haben halt auch ja, viele verschiedene gesundheitliche Vorzüge, aber die wirken sich halt auf den Menschen individuell aus. Also jedes Lebensmittel ist individuell und jeder Mensch ist individuell und diese individuellen Lebensmittel reagieren halt unterschiedlich auf jeden Menschen. Zum Beispiel bekommt halt eine Gurke jemanden besser als eine Tomate zum Beispiel, weil er vielleicht eine andere Geschichte hat, anderes Krankheitsbild oder mit der Rohkostumstellung vielleicht zu schnell angefangen hat und sich davor 40 Jahre lang schlecht ernährt hat. Solche Sachen muss man einfach durch eigene Erfahrungen zu machen, auf seinen Körper zu hören. Und auch wenn jetzt jemand sagt, ja, dieses Nahrungsergänzungsmittel oder dieses Lebensmittel XY musst du zu dir nehmen. Es gibt Studien, die belegt haben, dass das Lebensmittel so viel Antioxidantien hat und so viel besser ist und die nährstoffreichste Lebensmittel ist, was es momentan auf dem Markt gibt. Hier habe ich ein Produkt, das musst du dir unbedingt kaufen. Das ist halt wieder, da muss jeder einfach seine eigenen Erfahrungen machen und ich persönlich bin halt auch der Überzeugung, dass man, wenn man seine Lebensmittel selbst anbaut, die um einiges besser sind, wenn man jetzt auch auf die Bodenqualität achtet, also zum Beispiel die Mykorrhiza-Pilze, Humus benutzt und einfach diese Mykorrhiza-Pilze verwendet, um damit in Symbiose mit den Pflanzen zu gehen, damit die halt auch gesund sind, damit ich sonnengereifte Gurken zum Beispiel zu mir nehme. Das ist auch um einiges besser als irgendein Nahrungsergänzungsmittel, was aus China, Afrika, Indien oder so produziert worden ist, vermahlen wurde, verpackt wird und dann nach Deutschland geschifft wird. Das sind einfach Lebensmittel, die ich mir selbst anbaue, wie zum Beispiel Sprossen oder Gräser, einfach um einiges gesünder. Und was ich einfach mit den Kanälen ausdrücken möchte, die ich jetzt hier so empfohlen habe, ist, zündet einfach kleinere Kanäle, kleinere Reichweite und nehmt euch einfach die Informationen raus und bildet euch auch
mit denen weiter. Vielleicht schaut euch einfach mal zum Beispiel YouTube-Kanäle an, die sich mit der Paleo-Ernährung beschäftigen, also die sich jetzt nicht speziell mit der Rohkost ernähren und einfach für sich die Informationen rausholen, die für einen relevant sind. Wenn ihr jetzt zum Beispiel, kann ich mir die Frage stellen, okay, er ernährt sich jetzt mit der Paleo-Ernährungsweise, warum ist denn der so um einiges gesünder und vitaler als ich, was macht der richtig, was mache ich falsch? Und dann kann man sich einfach zum Beispiel ein Full Day of Eating von ihm anschauen und sehen, okay, er konsumiert zwar Eier, Fisch, Fleisch oder sowas, aber er hat halt viel Salate auch mit dabei und er hat zum Beispiel eventuell Monomahlzeiten, er mischt nicht so stark oder vielleicht auch hat er mehrere Mahlzeiten am Tag und dadurch wird da die Entgiftung und die Ausscheidung der Toxine gedrosselt. Das könnte ich vielleicht auch mal bei mir mit einintegrieren und vielleicht mal einen Schritt zurückgehen. Weniger mischen, gut kauen, bewusst kauen, nicht alles runterschlucken. Und wenn ich noch nicht so weit bin, einfach mal ja, intermittierendes Fasten von 11 bis 20 Uhr einführen und nicht von einem Stundenfenster von 4 Stunden einführen, einfach mal so ein bisschen rumexperimentieren und schauen, was bekommt mir nicht, wie weit ist mein Körper mit der Reinigung bzw. mit der Entgiftung und sich einfach mal einfach von anderen Menschen sich Sachen abschauen, auch wenn sie jetzt nicht die gleiche Ideologie haben oder die gleiche Ernährungsweise. Man muss nicht gleich jemanden, der jetzt sagt, ja, der hat jetzt zum Beispiel die Paleo-Ernährung, er konsumiert auch Fisch und Fleisch, aber er macht vielleicht nicht alles falsch in seinem Leben. Ja, ich bin jetzt Rohveganer, dass er zum Beispiel Eier, Milchprodukte, tierische Produkte zu sich nimmt, finde ich zwar nicht gut, aber er hat halt unter anderem Sachen mit in seinem Lebensstil integriert, die ich auch annehmen kann, die allgemein für eine ganzheitliche Gesundheit beitragen. Da gehören dann zum Beispiel auch Entspannungstechniken dazu, vielleicht verschiedene Sportarten, wie macht er zum Beispiel Kniebeugen richtig mit der richtigen Ausführung, Atemtechniken, solche Sachen kann man sich einfach immer wieder raussuchen und sie auf sein Leben anpassen und nicht dann gleich mit der Keule um die Ecke kommen und sagen, hey, du ernährst dich aber von Fisch und Fleisch, das finde ich aber jetzt nicht so gut. Einfach sagen, okay, gut, du ernährst dich zwar so und so, ich finde aber, hey, ich finde aber, dass du mir zeigst, wie man jetzt diese Atemübung richtig macht, wie man den Sport bzw. die Übung ausführt, das finde ich gut. Das übernehme ich jetzt einfach mit zu meiner alltäglichen Lebensweise. Es geht mir einfach darum, Sachen kritisch zu hinterfragen. Viele, die jetzt sich rantasten, vegetarisch, vegan oder rohköstlich zu werden, sind halt oft verunsichert und haben halt dann wirklich eine starke Abneigung gegen Leute, die sich jetzt nicht in ihre Ideologie, in ihre Wertevorstellungen reinpassen. Und dann kommen sie halt zunächst auf die Leute, die halt die große Reichweite haben und lassen sich dann wirklich von denen leiten und akzeptieren halt wirklich dann jeglichen, ich sag auch mal, Unsinn, welchen die Leute auch ab und zu mal von sich geben und sagen, hey, er ist weiter wie ich, der muss stimmen, und dann informieren sich die Leute einfach nicht weiter beziehungsweise folgen wirklich blind nur dem einen, und da ist halt wieder, ich gehe von der einen Matrix raus, also ich steige von der einen Industriematrix raus und gehe in diese rohköstliche, vegane Matrix rein und übernehme jeglichen Heilmethode, sage ich mal, beziehungsweise jegliche Sichtweise, die mir vermittelt wird, und hinterfragt die einfach nicht. Und da kann ich halt einfach zum Beispiel das Video von Dr. Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer, empfehlen an dieser Stelle. Da wird er unter anderem nochmal drauf eingegangen, warum sich die Masse so verhält, wie sie sich verhält und wie einfach die Masse auch manipuliert wird. Und das ist halt auch wirklich wichtig, weil die Rohkost-Szene halt immer weiter wächst, immer mehr Leute kommen halt dazu, und es gibt halt leider auch Leute, die davon wieder Profit schlagen, und
sozusagen die Verunsicherheit oder beziehungsweise die Masse ausnutzen, um sich halt einfach selbst zu bereichern. Spasiba za prosmotrit und ich wünsche dir eine angenehme und erholsame Woche und ich hoffe auch bald einen warmen und schönen Frühling, den du auch genießen wirst. Wir sehen uns in der nächsten Episode von Road to 70. Bis dahin. Ciao.